zwei kleine Kugeln, die jeweils eine Masse von 300 Milligramm haben, tragen gleich große Ladungen. Sie hängen am selben Punkt an 200 cm langen Seidenfäden, deren Gewicht vernachlässigt werden kann. Ihre Zentren sind durch elektrische Abstoßkräfte in einem Abstand von 15 cm gehalten. Bestimme den Betrag der elektrischen Ladung, die jede der Kugeln trägt. Hier sind diese zwei Kügelchen mit einer Masse von jeweils 300 Milligramm, das heißt 3 mal 10 hoch minus 4 Kilogramm. Diese Massen hängen am selben Punkt an zwei Seidenfäden mit derselben Länge groß L von 100 cm, das heißt 1 Meter. Sie stoßen sich gegenseitig ab mit diesen elektrischen Kräften von Coulomb und befinden sich somit in diesem Abstand klein r voneinander. Dieser Abstand klein r beträgt 15 cm, das heißt 0,15 Meter. Wir suchen die elektrische Ladung Q, die von beiden Kugeln getragen wird. Und diese elektrische Ladung drücken wir selbstverständlich in Coulomb aus. Da es sich hier um Kräfte von Coulomb handelt, werden wir selbstverständlich diese Formel von Coulomb einsetzen. Durch diese Formel wissen wir, dass die Stärke dieser Kraft F1,2 gleich ist zu K0 mal Q² geteilt durch R², woraus wir schließen können, dass die elektrische Ladung Q, die wir suchen, gleich zu dieser Quadratwurzel ist. Klein r ist bekannt, K0 ebenfalls, K0 ist gleich zu 9 mal 10 hoch 9. Was wir also noch herausfinden müssen, das ist diese Größe F1,2. Legen wir dazu los. In diesem rechtwinkligen Dreieck OAB können wir sagen, dass der Sinus von diesem Winkel Alpha gleich ist zur Gegenkathete, also r halbe, geteilt durch Hypotenuse, also L. Hier ersetzen wir r durch 0,15 und L durch 1. Somit finden wir, dass der Sinus von Alpha gleich 0,075 ist. Wir kennen den Sinus von Alpha und suchen den Winkel Alpha. Das machen wir hier mit Taschenrechner und nutzen dazu die Funktion sin hoch minus 1. Sie steht hier in Gelb, also klicken wir auf Shift für Gelb. Klick jetzt auf sin und im Display erscheint sin hoch minus 1. Von dieser Zahl 0,075 gleich, der Taschenrechner findet für Alpha ungefähr 4,3 Grad. Also der Winkel Alpha beträgt ungefähr 4,3 Grad. Diese Masse M unterliegt nicht nur dieser Coulombscher Kraft, sondern auch ihrer Gewichtskraft groß G, deren Stärke berechnet wird durch M mal klein g. Klein g ist die Fallbeschleunigung. Zuerst zerlegen wir diese Gewichtskraft groß g in diese zwei Komponenten. Die eine Komponente längs dieses Fadens und die andere Komponente horizontal genauso wie F1,2. Diese Komponente längs des Fadens wird sofort ausgeglichen durch diesen Spannungsvektor im Faden. Und diese Komponente F zieht die Kugel nach links, und zwar genauso stark
wie diese Coulombsche Kraft sie nach rechts zieht. Das heißt, diese Kraft F ist genauso stark wie diese Kraft F12. In diesem Dreieck BCD wissen wir, dass der Tangens von Alpha gleich ist zu dieser Gegenkathete, also die Länge von F12, geteilt durch diese Ankathete, also groß G. Wir ersetzen groß G durch m mal klein g und schließen daraus, dass F12 gleich ist zu m mal klein g mal Tangens von Alpha. In diesem Produkt ersetzen wir m durch 3 mal 10 hoch minus 4, g, die Fallbeschleunigung, durch 9,81 und Alpha durch 4,3. So erhalten wir für F12 2,213 mal 10 hoch minus 4. Jetzt können wir zurückkommen zu dieser Formel, in der wir F12 ersetzen durch den gerade gefundenen Wert, R ersetzen durch 0,15 und K0 ersetzen durch 9 mal 10 hoch 9. So stoßen wir auf diese Rechnung und der Taschenrechner liefert uns, dass die Ladung Q ungefähr 2,352 mal 10 hoch minus 8 Coulomb beträgt.